Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur ersten Aufnahmesession seit 4 Wochen. Mein Urlaub ist vorbei. Und ja, ich muss mich erstmal dafür entschuldigen. Gestern gab's keine Folge. Und Samstag und Sonntag gab es jeweils nur eine Folge statt zwei. Es lag einfach daran, dass sich meine Urlaubspläne kurzfristig etwas geändert haben. Etwas anders als geplant. Ich habe bin etwas mehr weggefahren, als ich eigentlich ursprünglich geplant hatte. Und dadurch bin ich nicht mehr zum Aufzeichnen gekommen. Und ja, gut, aber ich habe euch versprochen, das habe ich schon vor Website geschrieben, dass ich die Folgen nachhole. Das heißt, heute gibt es 2 Folgen, morgen gibt es 2 Folgen und Donnerstag gibt es auch 2 Folgen. Und ab Freitag sind wir dann wieder auf dem Stand, auf dem wir eigentlich sein sollten. So, wir sind hier mit unserem allseits beliebten Cosplay-Kurs zum Silage verkaufen. Schauen mal. Okay. Das rafft er aber ja, da liegt ja auch nichts mehr, das ist ja soweit okay. Mal gucken, ob der Kurs jetzt funktioniert. Er hat ja zwischendurch mal tatsächlich ganz gut funktioniert. Aber das ist ja auch immer so, habe ich irgendwie das Gefühl, fast von der Tagesform abhängig. Mal funktioniert ein Kurs und mal funktioniert derselbe Kurs nicht. Wenn ich dann den Spielstand neu geladen habe oder so. Das ist auch ein bisschen seltsam. Mal gucken, was heute passiert. Ob er denn jetzt verkauft oder nicht. Ja, er verkauft. Das ist doch schön. Das funktioniert. So, hier unten steht der Klaas Axion, hat die Aufgabe erledigt. Gucken wir uns mal an. Und was sehen wir? Der Klaas Axion hat die Aufgabe erledigt. Sehr schön. Einfach mal lassen. Loslöschen. Und wir können ab zum Hof. Damit ist die Aussaat auch fast beendet, muss ich sagen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich war ja jetzt... ihr seid da wahrscheinlich mehr auf dem Stand als ich, weil ich war 4 Wochen nicht vom Rechner. Fast 4 Wochen. Im Wachstum. Ja gut. Das gefällt mir doch sehr gut. Dann fahren wir jetzt mal flugs zurück zum Hof. Und füllen hier die Seemaschine auf. Ach so, wir sind übrigens auf der Version 2.0 der nordfriesischen Marsch unterwegs. Ja, ich habe endlich abgegradet. Also, die ist ja während meines Urlaubs, also eigentlich auch schon recht, also zu Beginn meines Urlaubs ist die rausgekommen. Ja, da das aber jetzt ja die erste Session ist, nach dem Urlaub, kann ich sie euch jetzt erst zeigen. Das passt aber natürlich super, weil wir haben das neue Zentrallager da drin. Und, was heißt das? Im neuen Zentrallager können wir wunderbar Paletten lagern. Und da wir uns ja jetzt mal ein bisschen verstärkt um Produktionen kümmern wollen, passt das eigentlich ganz gut. Ja, der Radlader hat schon wieder durchdrehende Reifen. Das schaue ich mir gleich mal an. Was da Sache ist. Erstmal mache ich den hier mal. Mal auffüllen. Muss ich tatsächlich auch mal gucken. Also wie gesagt, wir wollen uns jetzt diese Woche dann, sobald die Aussaat komplett erledigt ist, wollen wir uns verstärkt um Produktionen kümmern.
voll. Das heißt, gehen wir jetzt mal schön daneben. Meine Halle stellen. So. Wunderbar. So wunderbar ist es nicht, dass er sich immer festfährt, aber das denn Stop and Go Laden? Weiß das jemand von euch? Ich weiß es nicht. Egal. Wir sind hier fleißig dabei. Und verdienen uns erstmal ein paar Euro. Wie geht's denn überhaupt unseren Tieren? Beschissen wahrscheinlich. Tiere, Schafe. Boah, denen geht's gut, den Schweinen. Einfach nicht so. Oh, egal. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber wir können hier mal. Volltanken bitte. Die brauchen aber schon ganz schön viel Wasser. Das ist schon heftig. Naja. Soll mir recht sein. Aha. Der fährt da hinten im Kreis. Das haben wir doch auch gleich.
er das nicht? Warum sieht er jetzt hier nicht? Soll er wahrscheinlich auch nicht, aber... Super, ganz toll hast du das gemacht. Ganz toll. Völliger Bullshit. Ja, so, aber jetzt sind wir gleich durch. Und dann können wir schön alle Mann zurück zum Hof fahren. Dann können wir uns ab der nächsten Folge um die Produktion kümmern und können Fruchtwachstum einschalten und so weiter und so fort. Dann mal gucken, vielleicht nächste Woche dann mit der Ernte beginnen. Ja, inzwischen, ne, FarmCon ist vorbei. Wer von euch war da? Wie hat es euch gefallen? Ja, schon. Also schon interessante Sachen, die ich da gehört habe. Auch, ich bin ja auch schon davon ausgegangen, dass in LS19 sowas wie der MP-Manager integriert ist. Und es wurde bestätigt. Was ja wohl nicht passieren wird, ist, dass das Helfersystem großartig erneuert wird. Also es wird nichts sowas wie Cosplay oder so da drin sein. Schade eigentlich. Ich glaube, im LS18 gibt es ja wohl so eine Möglichkeit, dass man eben auch, sag ich mal, auf Straßen so Überführungsfahrten machen kann oder so. Ich weiß es nicht, ich habe es selber nicht gespielt. Ich habe es nur gehört. Dann wäre es ja eigentlich ein leichtes gewesen, das hier auch zu machen. Aber, naja, gut. Ist nicht. Ansonsten, interessantes Spiel. Release-Datum steht fest. 20.11. Sehr cool. Monat später als gedacht. Gib mir die Chance, 500 Folgen voll zu machen. Nur zur Erinnerung, das hier ist jetzt Folge 361. Also 400 steht dann bald an, in 4 Wochen. 4,5. Ja. Und Folge 500 steht dementsprechend dann so in, ja, ein paar Wochen danach an. Also bei 9 Folgen pro Woche müsste ich dann irgendwie das noch schaffen, kurz vor Release. Kurz vor Release vom LS19 müsste ich eigentlich Folge 500 schaffen. Oder so. Gucken wir mal, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall. Ja, interessante Sachen. Schadensmodell, sprich, Geräte nutzen sich ab und müssen instand gehalten werden. Dafür habe ich nicht mehr diese festen Wartungskosten, die mir immer abgezogen werden, scheinbar. Interessant auch allgemein dieses Modell, dass man sich den Hof selber gestalten kann, wie ich finde. Das, ja, klingt spannend, auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal sehen. Lass uns mal überraschen. Mal gucken, wie schnell dann die ersten Mods draußen sind. Wann denn zum Beispiel hier diese Map von Field Action die fertig hat. Noch was in eigener Sache. Wir haben uns beim Multiplayer im Moment dagegen entschieden, weiter auf der Hauptwacht zu spielen, weil wir damit mehr Probleme als alles andere hatten. Unser Server ist regelmäßig stehen geblieben. In der Log ließ sich nichts wirklich finden, warum. Er startete nicht mehr neu, automatischer Server, Neustart und alles. Das funktionierte alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren da also allgemein
Ja, und so viel, die Map selber ist sonst sehr geil. Ein Update ist nicht in Sicht. Es wird ja immer erzählt, es kommt ein Update, es kommt ein Update, es kommt ein Update. Ja, es kommt auch ein Update, bin ich mir sicher. Frage ist nur, wann. Und da wir nicht, also keine Lust haben, wir haben jetzt glaube ich schon 3 oder 4 Spielstände angefangen, weil es nicht anders ging. Und darauf haben wir keine Lust mehr. Und deshalb werden wir ab dem kommenden Wochenende auf einer neuen Map spielen. Und ihr seid eingeladen, mit abzustimmen, auf welcher Map wir denn spielen. Guck mal unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link zu meiner Homepage. Und da ist eine Abstimmung. Und da sind ein paar Maps. 15 Maps sind da vorgeschlagen. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr dafür abstimmt, welche Map ihr denn vielleicht gerne sehen würdet. Es ist also so, ich mache jetzt... Also ich mache jetzt nicht von eurem Abstimmungsergebnis alleine abhängig, welche Map ihr spielt, wir spielen werden. Sondern ich habe natürlich auch meine Mitspieler aus dem Multiplayer, habe ich natürlich auch gefragt, welche Map die denn gerne spielen würden. Also die stimmen genauso ab, die haben die gleichen Maps zur Auswahl wie ihr. Und ja, die Abstimmung läuft bis Donnerstagabend, 20 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Mir eure Meinung darüber kundtut. Könnt das auch hier in die Kommentare schreiben, aber ich gehe wirklich nachher beim Auszählen, gehe ich danach, was bei den Umfragen rausgekommen ist. Also ich habe für mein Team im Prinzip die gleiche Umfrage auch erstellt, nur eben nicht öffentlich. Und dann wird geguckt. Und ihr Zuschauer habt genau so eine Stimme wie jedes Mitglied, also alle Zuschauer zusammen. Das zähle ich dann so, als wenn ein weiteres Mitglied bei uns mit abgestimmt hätte. So, und da... Es könnte also sein, dass ihr das Zünglein an der Waage sozusagen seid. Ja, wenn es also irgendwo einen Gleichstand gibt bei den Abstimmungen, dann könnte es sein, dass ich dann sage, so, ey, cool, ihr, was ihr jetzt euch gewünscht habt, das passiert auch. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Da muss man dann tatsächlich schauen, was sich ergibt. Wie gesagt, 15 Maps sind zur Auswahl. Unter anderem auch natürlich hier die Nordfriesische Marsch. Mit Gräben und ohne Gräben stehen zur Wahl. Da könnt ihr euch was aussuchen. Das ist eure Sache. Es stehen Sachen wie Stappenbach, Kornwelt Reloaded, Bendelbach oder so, Multimap, Hot Online Farm. Ja, guckt euch einfach, folgt einfach dem Link unten in der Videobeschreibung und dann werde ich dann am Freitag oder vielleicht schon Donnerstagabend, mal gucken, werde ich dann das Ergebnis verkünden. Also es steht dann auch noch nicht fest, wie wir genau spielen. Es kommt auch auf die Map an, auf der wir dann landen. Ob wir mit Seasons spielen oder ohne. Ob wir wieder wirklich Multiplayer machen mit MP Manager, mit verschiedenen Konten und so. Oder ob wir alle zusammen auf einem Hof spielen, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir mal schauen. Ja. Aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, viele Optionen. Und ich stelle mich hier erstmal hinter, weil ich tanken muss. Und ja, wie gesagt,
kommt vorbei, stimmt ab. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat hier, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meiner Homepage vorbei. Ja, und in diesem Sinn sage ich dann jetzt erstmal ciao.